So, gehen wir mal die Treppen rauf. Wollen wir den Wasserfall vom Nahen sehen? So. Wachiratan Waterfall. Ein paar Stufen rauf gehen. Vor allem bei der Wärme. Ja, heute haben wir es 38 Grad. Im Schatten natürlich. Sehr schönes Wetter, aber die Stufen hoch ist natürlich ein bisschen anstrengend. Wow. Sieht gut aus. Auch neben noch ein kleiner Wasserfall. Aber da kommt reichlich Wasser runter. Ja. Interessant. Daneben ein paar kleinere. Wie eben schon gesagt. Nicht schlecht. Sehr schön. So, man kann noch ein bisschen weiter rauf gehen. Dann ist man noch ein bisschen näher am Wasserfall dran. Mal sehen. Ich denke, man kann es dann noch mal ein bisschen schöner sehen. Oh, auch eine Menge Leute schon hier oben. Ja. Ah ja. Sieht besser aus. So, ja, sieht auch deutlich besser aus. Ah, jetzt kann man auch mal sehen, wo das Wasser reinfließt da unten. Nicht schlecht. Also die Natur ist natürlich einmalig hier, ne? Das kann man gar nicht anders sagen, ja, das kann man gar nicht beschreiben. Gehen wir noch mal weiter runter, da unten, wo das Wasser dann von dem Wasserfall abfließt. Dann schauen wir uns das noch mal eben an. So, noch ein Stückchen weiter runter und dann schauen wir mal. So, jetzt sind wir ziemlich weit unten. Jetzt kann man den Wasserfall von unten noch mal sehen. So, hier fließt er dann ab. Sieht natürlich wirklich schön aus, das kann man gar nicht anders sagen, ne? So, gehen wir noch ein Stückchen runter. So, näher geht es dann hier ans Wasser wohl nicht mehr ran, wenn wir hier unten sind. Ah ja. Kann man jetzt schön sehen hier. Wunderbar. So, da oben kommt der Wasserfall dann runter, das Wasser. Und fließt dann hier ab. Auch mit einer ziemlichen Geschwindigkeit. Ja? So, aber klar, weiter unten wird es natürlich immer ein bisschen noch langsamer. So, hier kann man das auch noch mal sehr schön sehen. Also von der Natur her wunderbar hier. Wunderbar. So, hier wird es natürlich immer langsamer. Ist natürlich hier auch schon Jahrhunderte alt. So ein Wasserfall, logisch. So, jetzt haben wir uns den Wasserfall hier angesehen. Wir essen jetzt mal noch ein bisschen was und dann schauen wir mal, was es hier noch alles zu sehen gibt in diesem wunderschönen Freizeitpark. So, hier gibt es den guten Grill hier. Hühnchen, Schweinefleisch, oh, Fisch. Haben sogar Fisch am Grill. Aber ist noch nicht fertig. Was haben wir hier? Oh, auch gegrillte Eier. Okay, das werden wir mal ausprobieren jetzt. Das gegrillte Schweinefleisch kostet hier 120 Baht. So, jetzt haben wir hier noch eine andere Speisekarte bekommen. So, Reis ist schon mal gekommen und der Papayasalat. Das ist nochmal. Hier ist Reis inside. Mhm. Ja, nochmal Reis. So Klebereis ist das hier. Ah ja. Klebereis. Sticky Reis. Mhm. Ah ja, ja, ja. Und hier, wie gesagt, der normale Reis und Papayasalat. Jetzt warten wir nochmal auf das gegrillte Schweinefleisch. Test, ja. Spicy? Not spicy. For you.
Gut. Little bit spicy. No. Ne? Gut, also gar nicht scharf, nur auch nicht ein bisschen. Ja, sehr gut, dann werden wir das mal probieren jetzt hier. Das kommt jetzt gerade. Mhm. No, sieht gut, aber das ist spicy Sauce, ne? Ja, scharfe Soße dazu. Ja, dann werden wir es mal probieren. So, hier ganz in der Nähe gibt es noch einen Wasserfall, den gucken wir uns jetzt mal an. Der ist nur von dem anderen Wasserfall 300 Meter entfernt und den schauen wir uns jetzt mal an. Geht ganz schön steil runter hier. Ein langer Weg, hier war eben Schild 100 Meter bis zu dem Wasserfall. Hier Berg runter. Schauen wir mal. So, hier gibt es schon mal eine Aussichtsplattform auf diesen Wasserfall. So, hier ist jetzt der andere Wasserfall. Kann man leider schlecht sehen, weil die Plattform hier ist unter Reparatur, betreten verboten. Wahrscheinlich bricht die gleich zusammen. Sieht auch nicht mehr so stabil aus. Aber ich versuche mal den Wasserfall für euch einzufangen. So, jetzt haben wir hier noch mal so einen kleinen flachen Bach gefunden oder so einen kleinen Wasserlauf hier. Das sieht auch sehr schön aus und sehr ruhig hier, nicht so viele Leute. Das gucken wir uns jetzt mal an. Sehr schönes Fleckchen hier, kann man mal so sagen, wo man mal ein bisschen sitzen kann. Und hier mal die Natur genießen kann, nicht so viele Leute. So, der Inhaber hier hat mir gerade gesagt, dass die erst 3 Tage hier geöffnet haben. Also dieses Fleckchen ist wohl ziemlich neu hier. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen in der Gegend gucken gehen, was es hier noch so zu sehen gibt. Sehen, ob wir hier den Ursprung hier mal finden, von wo das Wasser kommt. Oh, wahrscheinlich nicht, ich denke mal, es kommt von ganz weit oben von den Bergen hier runter. Oh, hier hat einer ein Lagerfeuer gemacht. Ja. Ist auch kein Problem hier, kannst du machen in Thailand. Wenn du Lust zu hast, ein Lagerfeuer zu machen, dann machst du eins. Ist aber wirklich schön gemacht, wenn man mal viel Zeit hat. Einfach zum Relaxen legst du dich hier hin. Ist bestimmt schön entspannt, die ganze Sache hier. Kann man sehen, dass immer noch in Thailand, wir haben jetzt Anfang März, 3. März ist heute. Und auch hier ist natürlich Winter, obwohl wir 38 Grad haben heute im Schatten, aber es ist Winterzeit und man sieht hier, dass die Blätter hier von den Bäumen fallen. Also ist alles voller Laub hier. Also eine Winterzeit in dem Sinn gibt es hier auch. Oder Herbst, wie man das auch nennen möchte. Aber man kann das sehen. Die Blätter fallen also auch hier von den Bäumen ab. Ja, und das ganze Laub, logischerweise, liegt dann hier auf dem Boden rum. Ne? Also in, weiß ich nicht, 3-4 Monaten ist das nicht mehr so. Dann ist wieder alles grün. Ja, so ein paar vereinzelte grüne Bäume gibt es ja immer noch, die sind wohl dauergrün das ganze Jahr. Aber ansonsten fallen hier auch die Blätter runter. Immer so von der Landschaft her kann man nichts dagegen sagen. Es ist wirklich sehr schön hier. Oder auch diese Richtung hier. Was hier immer ein bisschen abnervt, dass die Leute hierher kommen und dann hier überall wirklich ihren Müll liegen lassen. Und dazu noch dieses ganze Plastikzeug, ja, so wie hier zum Beispiel, das ist echt
Das ist echt nervig, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Also das ist schon echt eine ziemliche Sauerei hier. Überall liegt der Müll rum und Plastik hier. Das sieht hier aus wie auf einer Müllkippe. Also das ist unglaublich, ne? Das hier sein soll, weiß ich nicht, irgendeine Plane. Hier auch auf dem Boden überall Plastik, Becher. Hier, anstatt den Müll mitzunehmen, wird er hier am Baum gehängt, ja. Glasflaschen da unten. Ja, das ist echt ein Unding, ne? So, gucken wir hier nochmal. Ah, hier auch wieder. Ja? Haufen Müll hingeschmissen, unglaublich. So, aber ansonsten, wenn man den Müll mal nicht hier hat, ist das hier wirklich richtig, richtig schön gemacht. Wenn man das hier mal in der Totalen so ein bisschen sieht, ich denke mal, wenn die Regenzeit hier kommt, die ist ja zurzeit nicht, die fängt ja so in knapp 2 Monaten an, dann wird das hier alles auch mit unter Wasser stehen, ne? Vermute ich. Ja, jetzt ist es so ein kleiner Fluss in Anführungsstrichen hier, aber ich denke, dass das hier auch doch das Flussbett ist und dass das hier alles unter Wasser stehen wird, so wie es ausschaut, ne? So, wollen wir mal gucken hier ein bisschen mit dem Wasser. Kann man hier reingehen? Oh ne. Ziemlich harte Strömung hier. Falling down. Ja, maybe. So, mal sehen, wie warm das Wasser ist oder wie kalt. Ah, geht so. Geht so. Ist ungefähr 1 Meter tief hier. Ist cold? Ja, sehr kalt, ja? Ziemlich kaltes Wasser. Ein bisschen frisch das Wasser. Kommt ja auch direkt aus dem Berg, ne? Ja, das Wasser hat jahrtausende lang dieses Loch ausgewaschen hier. Achtung, slowly, langsam, langsam. Wir sind jetzt hier fertig und fahren jetzt zurück in die Stadt und da zeigen wir euch noch ein interessantes Café, also bleibt auf jeden Fall dran. So, jetzt gehen wir nochmal auf so ein kleines Fest hier und mal gucken, vielleicht kriegen wir nochmal was zu essen hier und das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Wir haben jetzt gerade diesen Astronauten hier gekauft, so als Dekoration oder aus Spaß. Na gut. 25 Baht. Ja, 25 Baht. Also so ungefähr 80 Cent. So, jetzt gucken wir uns mal die Foodstände an hier, was es hier alles Schönes gibt. Was ist das hier? Ja, so frittiertes Zeug. Frittierter Teig mit Ketchup und anderen Sachen. Also frittierte und Käse ist drin. Ah, das ist Krebs, ja? Aha. Oder hier Muscheln. Ne, nicht Muscheln, Schnecken, ne? Garnelen. Oder ein bisschen größere Garnelen. Also das ist eine Größe S, das ist eine Größe M. Und eine Größe L. Und kosten 500, 700 und 900 Baht. Ja, okay. So, hier ist ein Grill, Barbecue. Das ist Meat, ne? Also das ist Fleisch hier.
Ja. Fleisch, aber die Kerben. Und hier, ach so, das ist Seafood hier, ne? Seafood, ja. Aha. Ah, oh, sieht gut aus. Hier kommen jetzt die richtig großen Portionen. Spare Ribs. Aha. What is this? A steak? It's a beef. Steak, ja? Yeah? Beef. Beef. Mhm. Ja, ja. Mhm. It's more like the pork belly. Und this? What is this here? Neck. Oh, neck. Neck. Mhm. Mhm. Wow. Nicht schlecht. Ja, nein. Ja, ist auch noch nicht fertig gebraten. Wie sich das für ein Steak hält. Oh, wird genau gewogen. Medium. Nur Spare Ribs. Das ist 100 Gramm. Okay. Also zwei Sparrows sind 100 Gramm. Tisch gefunden und werden jetzt mal hier was essen. Aber es gibt ja auch Live-Musik. Ein bisschen was zu essen bestellt, Pommes, ein Burger und hier so eine Seafood-Platte mit allerlei Zeug drin. So, das essen wir jetzt mal. So, hier gibt es auch noch einen Aussichtsturm, auf den fahren wir jetzt mal mit dem Fahrstuhl rauf und zeigen euch mal die Stadt von oben. Der Fahrstuhl ist hier. Und werden wir mal, müssen wir einen Moment warten, bis er wieder da ist. Fährt gerade nach oben. So, hier kann man mal das ein bisschen sehen. Jetzt war die Scheibe ein bisschen schmutzig, aber ich hoffe, man kann es erkennen. Hier unten ist der Platz von eben gerade, wo wir waren. Hier ist die Stadt. Ja. So, Chiang Mai. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen von hier oben. Die Scheiben sind sehr schmutzig hier. So, wir haben gerade gesehen, die großen Fenster hier, wo ich die Videos eben gemacht habe. Das ist eine riesige Uhr, die man von außen sehen kann. Hier kann man die Zeiger sehen. Kann man das sehen? Ja. So. So, und hier das Gleiche auf dieser Seite. Das ist eine riesige Uhr. Hier sieht man die Zeiger. Das ist einer von den Zeigern. Schön aus. Aber ich wollte euch ja mal die Stadt von draußen zeigen. Von hier oben. So. Ja, geht. Jetzt haben wir ja noch ein Cat Café gefunden. Das zeige ich euch jetzt mal. Wir gehen jetzt mal hin. Da kann man also Kaffee trinken und mit seiner Katze spielen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Wir schauen mal ganz kurz. Ja, also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Kannst du hier reingehen und dann kann man hier die Katzen streicheln. Hier liegen die überall rum. Und kannst hier relaxen. Ne? So, der Raum ist auch relativ groß. Man sieht jetzt eine ganze Menge. Da hinten an der Wand liegen welche oben und schlafen schon. Oder hier auf dem Boden. Ja, sehr interessante Sache. Das ist schon lustig. Dieser Cat Coffee, we will see. You can play with cats. Aha, tatsächlich. Ja, this is a funny. This is funny. Ja, hier ist einer. Aha. Hier kann man tatsächlich mit Katzen spielen. Das ist ja Wahnsinn. Hier. Also wenn du relaxen willst, gehst hier rein und kannst zum Entspannen mit Katzen spielen. Das ist ja lustig. Aha. So, hier geht's weiter.
Hier liegt eine. Also ist alles voll mit Katzen. Ja, hier schlafen sie. Die beiden Jungs hier spielen mit dem Phone, mit dem Telefon. Ja, und sprechen an die Katze zum Relaxen. Nicht schlecht. Und überall hier gibt es viele Katzen. Hier ist die Betreuerin. Ja, man soll es nicht glauben, aber es ist tatsächlich ein, nennt sich das Mali Cat Café and Bar. Hier kann man es sehen. Oder kostet die Stunde pro Person 250 Baht. Und da ist ein Freigetränk drin. Und dann kannst du dich hier eine Stunde lang mit den Katzen beschäftigen, die streicheln. So. Ich blende euch nachher auch mal die Preisliste ein und was da alles draufsteht. Da kann sich jeder mal durchlesen. Also das ist schon nicht schlecht. Also das ist echt witzige Idee, dass sowas habe ich noch nie gesehen. So, jetzt habt ihr auch mal sowas gesehen. Also ich kann das bis jetzt noch nicht. War ja mal was anderes, aber ist schon außergewöhnlich, was hier teilweise gemacht wird. Ne? Schon witzig. So, zeige ich euch noch. So, hier gibt es noch ein koreanisches Barbecue-Restaurant. Hier haben wir. So, koreanisches Barbecue. Wird nach Stunde bezahlt, 269 Baht eine Stunde, aber die Stunde hat nur 45 Minuten. Wenn du länger bleibst, sind wieder 269 Baht fällig. Das ist auch schon lustig, das habe ich noch nicht gesehen. Dass man nach Stunde zahlt und nicht das, was man isst. Ist aber Buffet, ne? So, hier wird noch schnell ein Fotoshooting gemacht. Wofür, weiß ich allerdings nicht. Jetzt haben wir nochmal einen Laden gefunden, wo sich alles um Mangos dreht. Und hier werden wir jetzt mal reingehen und mal ein paar Sachen probieren. Wir werden uns mal da oben hinsetzen, um dass wir bessere Aussicht haben. So, ich war noch auf Toilette, meine Freundin ist schon draußen. Ja, so sieht es hier oben übrigens aus. Sehr schön eingerichtet. Kann man nicht anders sagen. So, gehen wir mal raus. Aha, ja, kleiner Balkon, kann man sitzen hier. Hier haben wir schon die leckeren Sachen stehen. So, und jetzt haben wir hier eine schöne Aussicht. Naja, was heißt schön? Ist halt die Hauptstraße. Aber man hat alles im Blick hier. Schöne Übersicht, sagen wir es mal so, ne? Wenn man hier in diesem Mango-Geschäft oder in diesem Mango-Café sitzt, und mal hier so ein bisschen rechts rüber guckt, dahin. Da ist zum Beispiel wieder dieses Mali Cat and Coffee, wo man die Katzen streicheln kann, wenn man Langeweile hat. Da waren wir vorhin.